Liebe Freunde vom Westend Verlag, wir haben heute wieder Rainer Mausfeld zu Gast in Frankfurt. Ich muss Herrn Mausfeld nicht weiter vorstellen. Guten Tag, Herr Mausfeld. Danke, Herr Gast. Aus Kiel angereist und Autor zweier, wie ich finde, epochaler Werke: Das Schweigen, Warum Schweigen die Lämmer und Angst und Macht. Das habe ich hier in der Hand. Herr Mausfeld, die Begriffe Angst und Macht sind geläufige Begriffe. Jeder weiß, was Angst ist, jeder weiß, was Macht ist oder vielleicht auch nicht. Was sollten wir unter diesen beiden Begriffen verstehen, wenn wir uns ihnen nähern wollen? Ist ja interessant, dass jeder in der Tat weiß, was Angst und Macht sind, in irgendeiner Weise, weil es ja beides Grundkategorien unseres Erlebens sind. Es sind beides Begriffe, die fundamental sind für unsere psychische Organisation. Angst gehört, ist ein ganz tiefes Grundgefühl unserer Psyche. Es gehört sozusagen zur Beschaffenheit des Menschen. Und Macht ist etwas, was eine selbstverständliche Grundkategorie ist aller Lebewesen, die sozial organisiert sind, als sozusagen auf der Verhaltensebene als Macht und beim Menschen natürlich auch als etwas, was reflektiert wird. Dadurch, dass wir sozial organisiert sind, gibt es Machtbeziehungen. Das heißt, Macht ist eine Grundkategorie unserer sozialen Organisation und wir haben entsprechend das auch phänomenal repräsentiert. Wir spüren, wo Macht wirkt. Denn Macht hängt auch komplementär damit zusammen, dass es Zwänge gibt. Und für Zwänge haben wir eine ganz hohe Sensibilität. Wir spüren Macht dadurch, dass wir das nicht tun können, was wir gerne machen würden, dass es Einschränkungen gibt. Also beides sind tiefe Grundkategorien unserer psychischen Beschaffenheit. Und deswegen haben wir im Alter auch das Gefühl, ja, das muss man eigentlich nicht erläutern. Das gibt es. Das gibt es. Jetzt ist es doch aber so, wenn ich das richtig verstehe, dass der Machtbegriff, der hier auch gemeint ist in Ihrem Buch, eher einer ist, den wir gar nicht so sehen, den wir gar nicht so wahrnehmen. Also das heißt, dass wir einer Macht oder Mächten unterworfen sind, ohne es richtig zu spüren. Sehe ich das richtig? Das ist, wenn ich Macht als Herrschaftsinstrument benutze, ist es natürlich wichtig, dass ich Macht in gewisser Weise unsichtbar mache. Denn wenn Macht sichtbar wird, dann haben wir in unserem psychischen Immunsystem sozusagen Gegenreaktionen, Abwehrreaktionen. Wir versuchen uns vom etwas, was Macht über uns hat, zu befreien. Macht ist etwas, was auch, also Macht über uns, was unsere Entscheidung bestimmt oder unser Handeln bestimmt, empfinden wir als Zwang und wir versuchen dann Gegenmittel, über die wir von Natur aus verfügen, also eine Gegenreaktion gegen Zwang, die dann wirksam wird. Also wenn ich Macht als Herrschaftsinstrument habe, muss ich versuchen, die Macht unsichtbar zu machen. Und das macht man dadurch, dass ich sie entpersonalisiere, denn in unserem Alltagserleben ist Macht immer an Personen gebunden, die Macht über uns ausüben. Wir würden nicht sagen, das Wetter übt eine Macht über uns aus, weil es uns zwingt, wenn es regnet, eine Regenjacke anzuziehen. Und wir wehren uns jetzt gegen das Wetter, weil es uns ja zu etwas zwingt. Sondern Macht ist in der Regel in personalen Kategorien gedacht. Also gehört es zu den Herrschaftstechniken, Macht zu entpersonalisieren und sie, wenn man so will, wie das Wetter, zu naturalisieren. Das heißt, man bringt Macht, scheinbar natürlich nur, man bringt Macht zum Verschwinden, indem man sie zu einer Art Naturphänomen macht. Und das heißt, wenn ich Macht naturalisiere, heißt das letztlich, man kann sich nicht mehr gegen sie wehren, sie ist überall. Und dazu gibt es natürlich sowohl als Machttechniken, gibt es ganz viele Techniken, wie kann ich Macht unsichtbar machen? Und es gibt einen ganzen Spektrum in dem Chor von Begleitintellektuellen, von Brechtschen Tuis sozusagen,
also den Intellektuellen, die dazu dienen, Macht zu rechtfertigen, die Beiträge dazu leisten, Macht zu naturalisieren, indem sie sagen, Macht gibt es eigentlich gar nicht, denn Macht ist entweder nirgends oder überall, die ganze Postmoderne. Foucault hat da wichtige Beiträge im Anschluss an Nietzsche. Wir sind sozusagen in das Leben so geworfen, dass Macht überall ist. Wir alle sind ihre Träger. Es gibt keine Unterworfenen und keine Herrschenden und keine Beherrschten, sondern jeder von uns ist Träger der Macht, weil Macht einfach überall ist. Und wenn ich Macht deklariere als etwas, was durchs ganze Leben sozusagen hindurch diffundiert, dann kann ich nicht mehr gegen Macht kämpfen. Also ist ein ideologischer Trick und auch die Frankfurter Schule kritische Theorie ist dadurch sozusagen zu einer affirmativen Theorie geworden, dass sie gar nicht mehr über Macht diskutiert. Das kann man feststellen, dass viele der sogenannten kritischen Intellektuellen gar nicht mehr kritisch sind, weil der Machtbegriff bei ihnen gar nicht mehr vorkommt. Spielt Gewöhnung dabei eine Rolle? Gewöhnt man sich an Macht und nimmt dann diese Umstände gar nicht mehr als bedrückend wahr oder als einschränkend? Gibt es da einen Gewohnheitseffekt? Also Gewöhnungseffekte sind natürlich, wir sind biologische Wesen und alle biologischen Wesen sind so gebaut, dass es Gewöhnungseffekte gibt. Das heißt, wir können uns auch an Unterdrückungsverhältnisse gewöhnen. Aber das zum Beispiel in der Sklaverei oder auch in feudalistischen Gesellschaften, in aristokratischen Gesellschaften, hat sich immer der überwiegende Teil der Bevölkerung an Unterdrückungsverhältnisse gewöhnt. Wir kommen dann irgendwie, arrangieren wir uns damit, auch im real existierenden Sozialismus hatten wir Unterdrückungsverhältnisse, mit denen sich ein Großteil der Bevölkerung arrangiert hat. Das heißt, das Arrangieren mit Unterdrückungsverhältnissen darf aber nicht interpretiert werden als ein nicht mehr Vorhandensein von Unterdrückungsverhältnissen. Also die Gewöhnung ist ein ganz starker Effekt, ja. Es gibt ja den berühmten Satz, der großen Lauschangriff vor vielen Jahren angewandt wurde oder viel benutzt wurde. Heute wieder, wenn es um Fragen der Digitalisierung geht. Ich habe nichts zu verbergen. Also das heißt, man weiß, da hört jemand mit, da guckt jemand mit, aber arrangiert sich irgendwie damit, ich habe nichts zu verbergen und merkt gar nicht möglicherweise, wie weitreichend aber diese Eingriffe meine eigenen Freiheiten einschränken oder meine Privatsphäre betreffen. Ja, ein solcher Satz ist sozusagen selbst Produkt einer richtig durchgängigen Ideologisierung und Indoktrination, weil er natürlich an allem vorbeigeht, was interessant ist. Das ist, wo jemand sagt, Meinungskontrolle und Meinungsmanipulation macht mir nichts, ich habe sowieso keine Gedanken. Da würde man sofort sagen, ja, das zeigt, wie tief indoktriniert jemand ist. Und bei einem solchen Satz geht es darum, welche Prämissen nimmt er gar nicht mehr wahr, die sozusagen auf deren Grundlage überhaupt ein solcher Satz formuliert werden kann. Es gibt einen sehr wichtigen Effekt, den beschreiben Sie auch in Ihren Büchern, nämlich unsere Status Quo-Neigung. Also das heißt, auch wenn wir möglicherweise eine Ahnung davon haben, dass es hier und dort Einschränkungen gibt, wollen wir trotzdem diesen Zustand, an den wir uns gewöhnt haben, nicht verlassen, obwohl ja eigentlich angesagt wäre, zu sagen, nee, das wollen wir nicht, da muss was passieren, das muss anders sein. Aber wir neigen dazu, eher eben den aktuellen Zustand nicht anzurühren. Ist das eine anthropologische Konstante? Das ist einer der, in der Psychologie würde man sagen, ist einer der stärksten Effekte, die wir in der experimentellen Untersuchung von sozialen Phänomenen haben. Das ist in gewisser Weise eine anthropologische Konstante, weil Status quo heißt, wir sind als biologische Wesen darauf angewiesen, in einem bestimmten Habitat, in einer bestimmten Umgebung eine minimale Berechenbarkeit zu haben. Wir brauchen, damit wir leben können, eine minimale Berechenbarkeit.
ich möchte wissen, dass wenn ich heute etwas mache und das etwas bewirkt oder nicht bewirkt, dass das auch morgen noch so ist. Das ist ein ganz wichtiges Voraussetzung zu einer Angstreduktion. Eine Welt, die nicht mehr berechenbar ist, ist psychotisch für uns. Das heißt, die ist psychisch nicht mehr zu bewältigen. Das heißt, wir haben ein ganz großes Streben danach. Ich möchte, dass mein Leben berechenbar ist, weil nur ein berechenbares Leben mir überhaupt in den Grenzen, die die Realität, gesellschaftliche Realität erlaubt, eine Lebensplanung ermöglicht. Wenn die Welt nicht mehr berechenbar ist, habe ich keine Möglichkeit einer halbwegs stabilen Lebensplanung. So, und deswegen kommt eine ganz große Neigung dazu, den Status quo allen anderen Zuständen vorzuziehen, auch denen, die objektiv besser sind. Wenn mir jemand jetzt mit einem Katalog kommt und sagt, hier kannst du ankreuzen, welche Gesellschaft du gerne hättest, hier ist doch Möglichkeit, wenn du die ankreuzt, können wir die realisieren. Und die ist objektiv besser als deine heutige. Dann macht mir allein die Tatsache, dass ich gar keine Schemata habe für diese andere neue Gesellschaft, die macht mir Angst und ich ziehe dann, obwohl ich weiß, der Status quo ist schlechter, ziehe ich den Status quo vor. Und diese Studien zeigen auch, dass wir eine Neigung haben, die Verlierer, wenn jetzt jemand darauf hinweist und sagt, guck mal, im Status quo gibt es aber 20% in prekären Lebensverhältnissen. Wir neigen dazu, denen, die im gegenwärtigen Status quo die Verlierer sind, die Schuld zuzuschreiben, damit wir den Status quo einigermaßen schönreden können. Und wir neigen dazu, immer, ist auch sozusagen relativ konstant, diejenigen, die den Status quo fundamental kritisieren, zu diffamieren. Das heißt, wir finden sozusagen anthropologische Grundmuster. Die Status quo-Verteidigung ist etwas ganz, ganz Massives und wir müssen immer damit rechnen, dass ein Großteil in allen Gesellschaften, auch in einer Sklavenhaltergesellschaft, auch unter den Sklaven, ein Großteil jeweils den Status quo in irgendeiner Weise verteidigt. Ja, das bedeutet doch aber auch, dass ganz bewusst via Medien, von Politik, von den Mächtigen, ganz bewusst auf dieser Klaviatur gespielt wird, dass bloß der Status quo nicht hinterfragt wird. Ja, das ist sozusagen, genau, das ist die Haupteffektvariable. Warum will ich Meinungen manipulieren? Warum will ich Angst erzeugen als Herrschaftstechnik? Unterm Strich steht bei all den Manipulationstechniken, wir müssen den Status quo erhalten. Das ist natürlich, Status quo erhalten heißt ja, wir müssen die herrschenden Machtverhältnisse nicht tangieren. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, und da gibt es ganze Heerscharen von Intellektuellen, die dran arbeiten, zu sagen, wir müssen unterscheiden, welche Kritik am Status quo ist in Gänsefüßchen vernünftig und welche ist unvernünftig. Und jetzt gibt es jede Menge sozusagen sich kritisch gebender Systemintellektueller und Salonintellektueller, die Unterscheidungen einführen und sagen, eine Kritik am Status quo, die an die Wurzeln geht, ist unvernünftig. Die ist irrational. Wir sind kritisch und wir definieren sozusagen den Raum dessen, was an zulässiger Kritik, denn wir sind ja maximal kritisch, wir definieren den Raum an Kritik, der vernünftig ist. Und vernünftig heißt immer in dieser Sprechweise, der letztlich den Status quo nicht gefährdet. Das ist ein ganz wichtiger, also es geht letztlich sozusagen, unterm Strich geht es immer darum, der Status quo darf nicht berührt werden. Sehen Sie denn Möglichkeiten oder welche Möglichkeiten sehen Sie, das etwas aufzubrechen, diese Status quo-Neigung? Heißt das, man muss sehr breitenwirksam aufklärerisch arbeiten oder ist das eher eine individuelle Geschichte, die jeder für sich erfahren muss? Da ist natürlich trivialerweise immer etwas
dran. Aber das ist natürlich auch ein Trick der Status Quo-Sicherung, politische Probleme zu individualisieren und zu sagen, wenn jeder nur heftig genug an sich arbeitet und ein gutes Leben führt, dann wird auch alles okay. Das ist einer der Tricks, um objektive Machtverhältnisse zu vernebeln und sagen, jeder von uns kann die Welt besser machen, wenn er nur ein gutes Leben führt. Und davon lebt ja, ich nenne das immer das selbstgerechte, sich kritisch gebende Milieu, das grün-liberale Milieu, das sind die ganz starken Status Quo-Verteidiger, die gleichzeitig noch in einer Art Selbstidealisierung das Gefühl haben, sie verteidigen nicht nur den Status Quo, sondern sie haben auch moralisch die richtigen, guten Gründe, warum sie ihn verteidigen. So, also das macht es sehr schwer. Deswegen, wir müssen uns hüten, gesellschaftliche Probleme in psychologische aufzulösen. So wichtig psychologische Probleme der Selbstentfaltung sind, das Politische nicht in Psychologisches aufzulösen. Die Frage, was man ändern kann, ist natürlich darauf beschränkt, die Dinge, die benutzt werden als Manipulationstechniken, transparent zu machen und, wenn man so will, immer wieder geistige Dehnungsübungen zu machen. Denn der Trick der Status Quo-Verteidiger ist natürlich, den Debattenraum so einzuschränken, dass man an die Wurzeln gar nicht mehr gehen kann, um ihn zu verändern. Das heißt, man will uns der Denkmöglichkeiten von Alternativen berauben. Das ist mittlerweile in einem erschreckenden Maße, hätten wir vor 30, 40 Jahren nicht mitgerechnet. Man hat uns nicht nur der Realisierungsmöglichkeiten, man hat uns der Denkmöglichkeiten von Alternativen beraubt. Ein weiterer Punkt ist, auf der gerne eingesetzt wird, die Komplexität. Denn wir ertragen Komplexität nicht so gut und wollen sie reduzieren. Wir wollen es übersichtlich haben. Gehen diese beiden Effekte zusammen, Status Quo-Neigung und unsere Neigung, das zu versuchen, Komplexität zu reduzieren? Beide hängen natürlich auch wieder mit Angst zu tun. Wir haben Angst mit Angst zusammen. Wir haben Angst vor dem, was für uns neu ist, unberechenbar. Der Status Quo wirkt, so schrecklich er sein mag, dadurch schon allein angstreduzierend, dass er eine gewisse Berechenbarkeit hat. Komplexitätsreduktion dient ja auch dazu, zu sagen, die Verhältnisse sind für mich so unübersehbar, ich brauche zur affektiven und auch kognitiven Entlastung, ich möchte mir gern einen Reim auf die Welt machen. Und die Welt ist ja so verrückt geworden, wie kann ich mir denn einen Reim auf die Welt machen? Und deswegen spielen in allen möglichen Varianten Mechanismen der Komplexitätsreduktion eine ganz, ganz große Rolle. Die spielen ja auch im Rechtspopulismus. Wenn ich eine Möglichkeit habe, Flüchtlinge, Migranten und andere für alles Übel in der Welt verantwortlich zu machen, dann bin ich mit mir im Reinen, weil ich erstmal sage, ich habe jetzt ein Schema, mit dem ich mir das erklären kann, was nicht berechenbar ist. Umgekehrt wird gerade im Neoliberalismus die Konfusionserzeugung im Kopf genutzt, damit die Leute das Gefühl haben, die gesellschaftliche Welt ist für sie nicht mehr verstehbar. Sie können sie einfach nicht mehr verstehen. Und dann haben sie die Möglichkeiten, entweder in einen zivilisatorischen Regress zu gehen und zu sagen, sie machen jetzt die Gruppe der anderen, wer immer das ist, dafür verantwortlich. Oder sie sagen, die Komplexität ist so groß, ich interessiere mich gar nicht mehr dafür. Dann werden sie apathisch. Und Apathie findet man explizit in der alten politischen Literatur, war ein wichtiges Ziel, um politische Stabilität, Status Quo zu stabilisieren. Also Apathie ist auch eine Reaktion, Komplexität zu bewältigen. Ja, also wir sehen schon, das ist eine wahnsinnig umfassende
Geschichte, mit der wir da konfrontiert sind, wenn wir über diese beiden Begriffe Angst und Macht reden. Vielleicht zuletzt noch, mir hat eben gefallen, als Sie sagten, gesellschaftliche Probleme nicht psychologisieren, also auf dieses Individuum zurücktreten. Es gibt von Ihnen auch diesen schönen Satz, dass nach Freud die politische Linke gerne sich in dem Narzissmus kleiner Differenzen ergeht, während rechte Positionen geschlossen durchrauschen quasi. Seien Sie doch noch ganz kurz dazu etwas. Was beobachten Sie da an dieser Stelle gesellschaftlich? Also was sozusagen die Rechte an Deutungsrahmen anbietet, schließt näher an unsere atavistischen, an unsere frühen sozusagen zivilisatorischen Instinkte an, die Welt in meine Gruppe und die Gruppe der anderen zu teilen. Insofern hat, wenn man so will, das rechte Denken hat eine Art biologischen Prozessvorteil, als es Ressentiments anbietet, die ohnehin in irgendeiner Weise schon in der Psyche vorgeprägt vorhanden sind. Das linke Denken muss etwas anbieten, was überpersönlich ist, es appelliert an die Vernunft, es hat also viel mehr Schwierigkeiten, sich verständlich zu machen, weil es von einer in gewisser Weise höheren Komplexität ist. Das kann man jetzt natürlich nutzbar machen und daraus resultieren die Schwierigkeiten, solche Sachverhalte. Bei der Linken kommt natürlich noch hinzu, dass wirklich linke Intellektuelle an einem gesellschaftlichen Anerkennungsproblem leiden, weil sie natürlich von denen, die zu sagen haben, von den relevanten Kreisen in der Gesellschaft, nicht anerkannt werden. Das ist eine ganz Selbstverständlichkeit. Während rechte Intellektuelle tendenziell eher mit den Zentren der Macht übereinstimmen. Trotzdem ist, dadurch will ich das nochmal etwas relativieren mit der Psychologisierung des Politischen. Wir müssen trotzdem natürlich schauen, welche Bezüge gibt es eigentlich zwischen der individuellen Psyche und den sozioökonomischen Strukturen. Das ist ein altes Thema in der Literatur, dass es auch die gesellschaftlichen Verhältnisse sind, die tiefe Auswirkungen in die Psyche haben. Das hat Erich Fromm untersucht, das haben viele andere, Bourdieu mit dem Habitus. Macht wird in der Gesellschaft auch ausgeübt durch symbolische Gewalt. Durch symbolische Gewalt des Habitus, das sind geronnene Lebenserfahrungen, in denen jemand, das kann Kleidung sein, das ist Sprache, das ist das symbolische Anerkennungspotenzial, dass jemand akademische Titel hat. Akademische Titel sind eine Art der symbolischen Machtausübung, weil sie Autorität sind. Das heißt, in diesen, wenn man so will, psychischen Prägungen, die gesellschaftlichen Machtverhältnisse prägen sich in unsere Psyche ein. Und das heißt, wir sind gar nicht mehr in der Lage, weil sie sich eingeprägt haben, sie zu hinterfragen. Der Habitus ist sozusagen das, was wir als nicht mehr hinterfragbar ansehen. Das ist in uns drin als eine Selbstverständlichkeit. Oder Wilhelm Reich hat mal schön gesagt, jede Gesellschaft produziert tendenziell in der Mehrheit ihrer Mitglieder gerade die psychischen Verformungen, die sie für ihren Erhalt benötigt. Wir sind also auch psychisch, und das ist im Neoliberalismus ganz stark, dass das unternehmerische Selbst, jeder als Ich-AG, der seinen eigenen Vorteil losgelöst von allen solidarischen Beziehungen seinen eigenen Vorteil optimiert, das ist im Neoliberalismus mittlerweile zur gesellschaftlichen, dieses perverse Menschenbild ist im Neoliberalismus mittlerweile zu einer gesellschaftlichen Realität geworden. Und die Kinder wachsen ja schon mit dem Smartphone auf und haben gar kein Gefühl mehr für wirkliche Responsivität, für wirkliche soziale Bezüge, weil sie in einer Art autistischem Kosmos eingeschlossen sind. Also die Psyche wird auch geprägt durch die Machtverhältnisse, die in der Gesellschaft herrschen. Vielleicht eine allerletzte Frage. Sie sagten gerade eingangs, dass es quasi atavistische oder das Zurückgehen auf atavistische Muster von rechten Positionen eher bedient wird, wir und die.
erleben wir aber nicht in den vergangenen 5 Jahren ganz stark, dass auch eben im sogenannten linken Milieus oder im linksliberalen Milieus dieses Wir sind die Guten, wir haben es verstanden, alles, was wir sagen und machen, ist gut und jeder, der davon abweicht, muss böse sein, im schlimmsten Fall Nazi. Ja, das ist das. Es gibt ja, ich weiß nicht, wie es genau heißt, Goodwins Gesetz oder so ähnlich, dass jede nette Beobachtung, dass eine Internetdiskussion nach spätestens 10 Schleifen fällt der Begriff Hitler oder Nazi. Das heißt, die Diskussionen, die Diskurse, die häufig so unter den Bedingungen, wie sie im Internet mit einer gewissen Diskursverrohung laufen, konvergieren schnell auf diesem Punkt. Aber was sie meint, ist natürlich, dass die Art von Selbstidealisierung, die es in dem sich progressiv gebenden grün-liberalen Milieu gibt, Selbstidealisierung geht immer einher mit Abgrenzung. Eine Gruppe, die sich selbst idealisiert, braucht, um die Selbstidealisierung stabil zu halten, immer eine Gruppe, zu deren Lasten das geht. Das heißt, Selbstidealisierung und Ausgrenzung hängen immer zusammen. Und deswegen finden wir gerade bei dem sich progressiv fühlenden Milieu ganz massive Tendenzen, weil die ja ihre Lebensform, die eng an den Status quo gebunden ist, versucht auch noch moralisch als die richtige Lebensform. Und deswegen haben sie einen Hass auf diejenigen, die nach ihrer Auffassung eine falsche Lebensform. Und da gehören natürlich auch die Arbeitslosen und es gibt ja einen richtigen Hass auf die Armen mittlerweile, stark durch eine sozialdarwinistische Haltung. Und die sozialdarwinistische Haltung heißt natürlich auch, dass diejenigen, die jetzt heute oben sind, die einen Platz an der Sonne der Gesellschaft haben, gerne auch das Gefühl haben, sie sind zu Recht oben. Insofern kann die Gesellschaft ja nicht so ungerecht sein, weil sie es ja geschafft haben. Das heißt, komplementär, die heute unten sind, sind in gewisser Weise zu Recht unten, weil sie Versager sind. Und deswegen hängt diese Selbstidealisierung, Sozialdarwinismus, die hängen sehr eng zusammen und führen, glaube ich, auch zu dieser Heftigkeit der Ausgrenzung und Verachtung von allen, die nicht die moralisch richtige Lebensform haben. Herr Moffat, haben Sie vielen Dank. Ich schließe mal mit einem Wunsch, nämlich, dass wir diesen ganzen Effekten des Status quo, der Komplexitätsreduktion, es gibt irrsinnig viele, den Perseveranzeffekt ist verwandt, dass wir das vielleicht in einer weiteren Publikation noch mal näher beleuchten. Aber für heute ganz herzlichen Dank Ihnen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald mal wieder. Danke Ihnen, Herr Kasten.